Ihr Geld 2023, diese kleine Ausblicksserie auf das neue Börsenjahr, die beenden wir heute mit einem Blick auf die Technologiewerte. Und dazu begrüße ich einen versierten Kenner des Silicon Valley und Investor Thomas Rappold. Herr Rappold, die Tech-Werte, die sind ja im vergangenen Jahr besonders unter die Räder gekommen. Kommt es hier 2023 zu einem Comeback? Ja, das Bild ist differenziert. Also wenn wir von einem Comeback sprechen, dann sicherlich nicht bei allen Werten, sondern man muss klar differenzieren. Zum einen eben Unternehmen, die ein sehr starkes Geschäftsmodell haben, die krisenresistent sind, die auch schwerpunktmäßig im B2B-Geschäft unterwegs sind. Das heißt, die Stärken werden stärker und die Schwächeren werden schwächer. Diejenigen, die eben bei Ebbe eine Badehose anhaben, die tun sich jetzt leichter wie diejenigen, die sozusagen ohne daherkommen. Drei Firmen haben Sie uns mitgebracht, die zu Ihren Favoriten zählen. Alle drei sind in dem von Ihnen kreierten Next Generation Tech Index vertreten. Fangen wir an mit dem ersten Wert, Snowflake. Da ist unter anderem auch Warren Buffett investiert. Was gefällt Ihnen besonders an dieser Aktie? Ja, Snowflake ist ein Technologieunternehmen, was ein Must-Have ist. Das liebt ja Warren Buffett. Das heißt, ein Unternehmen, das nicht nur in der Krise profitiert, sondern in der Krise eben auch stark gebraucht wird. Snowflake, vereinfacht gesagt, fügt unterschiedliche Datentöpfe in Unternehmen in eine Einheit zusammen. Das geht sehr schnell. Und das ist genau das, was Unternehmen heute brauchen, schnell zu agieren, Daten zusammenzubringen, Datenpunkte und daraus schnelle Analysen zu fahren und nicht eben monatelang im Blindflug zu sein und abzuwarten. Und deshalb profitiert hier Snowflake eben auch in der jetzigen Situation. Viele Analysten jetzt auch von der Citi beispielsweise oder Wells Fargo haben die Aktie klar angehoben und sehen sie als Gewinner oder Fels in der Brandung jetzt, auch wenn die Investitionsneigung etwas zurückgeht, dass Snowflake da nicht so sehr leidet oder vielleicht sogar noch profitiert. Snowflake ist hierzulande ja auch etwas bekannter. Der nächste Wert ist etwas unbekannter, Keysight. Was steckt dahinter? Ja, interessanterweise hat Keysight Wurzeln in Deutschland, genauer genommen Böblingen bei Stuttgart. Denn Keysight ist eine Abspaltung von HP, Hewlett-Packard, ist vom Begriff her ein Messgeräteunternehmen, Technikunternehmen, hört sich erstmal unspannend an. Aber Keysight ist ein zentraler Infrastrukturanbieter für Technologie in den Bereichen 5G, 6G, also neuen Mobilfunk, Quantencomputing, digitale Zwillinge in Industrie 4.0. Und da ist Keysight, hat viele Alleinstellungsmerkmale, sind Dividendenzahler, sind rund seit 2014 an der Börse und haben durchschnittlich pro Jahr um 14% per annum im Kurs zugelegt und, wie Sie am Chart sehen, auch sehr krisenresistent dastehen. Und Crown Castle haben Sie uns auch noch mitgebracht, der dritte Wert im Bunde Ihrer Favoriten. Was gefällt Ihnen hier? Ja, Crown Castle eben ist der führende Funkmastenbetreiber in den USA, aber es ist weit mehr. Eben, es gibt zum einen Funkmastenbetreiber, die nur Türme zusammenkaufen, und Crown Castle verfügt nicht nur über Funktürme und noch dazu eben in den wichtigsten amerikanischen Massenzentren, also Großstädten und Städten, dann, wo viel Datenvolumen herrscht, sondern Crown Castle ist das führende Unternehmen im Bereich 5G, unterhält sehr viel Glasfasernetze, hat da sehr viel investiert und vor allem diese neuen kleinen Funkzellen für 5G und 6G. Und hier rollt Crown Castle den Markt auf, eine sehr gute Dividendenrendite mit rund 4,5%, steigert die pro annum zwischen 5 und 10%. Also ein Dividendenwachstumswert mit einer, als Technologiehintergrund sehr stabil und mit einer guten Dividendenrendite und aktuell auch vom Preis her sehr attraktiv eben. Sagt Thomas Rappold. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Defner. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können.
Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.